Hey Internet und YouTube, zurück bei Fallout New Vegas. Ich und Boon stehen schon draußen. Etwas frische Luft schnappen. Und ich habe jetzt zum 20. Mal neu gestartet, aber ich sehe, meine Waffen werden nicht mehr angezeigt hier vorne. Ich habe das große Update im Patch. Natürlich ist er über Steam, da wird alles abgedatet. Ah, wunderbar. Finde ich famos. Großartig, Boon. Wozu brauchen wir Waffen? Exakt, wir brauchen keine Waffen. Sind sie lang, die Großkanne abfangen, kein Problem, die Großkanne sind Boulder City, die habe ich natürlich noch nicht entdeckt, Helios habe ich auch noch nicht entdeckt, aber die Mel Gibson. Also los, Boom. Lass uns den Bildschirm mit dem Roulette ansehen und dann sind wir auch schon hier. Speichern, gut. Waffe wird nicht angezeigt, super, schnell speichern. Okay, ich lade. Nein, ist nicht da, definitiv. Boom, ich kämpfe ohne Waffen. Leckt mich doch am Popo. Zum Kotzen. Was habe ich denn jetzt für Waffe? Keine Ahnung. Woher soll ich das wissen? Ich habe zwei Pfeile. Das ist nicht das, wo wir hin müssten, aber wir kennen es nicht. Also schauen wir uns das an. Keine Ahnung. Ich nehme diese Waffe. Entdeckung. Großartig. Freund oder Feind? Es ist nicht Rot Gott. Freund. Exzellent. Oh, oh. Wie geht's? So eine Patrouille durch die Mojave lässt einen fast auf einen nuklearen Winter hoffen. Holy. Rex. Das ist ein Sicherheitsbereich. Was wollen Sie hier? Ich weiß es nicht. Oho. Wollte ich mir näher ansehen. Ich hatte Hunger. Sollen wir bei der Wahrheit bleiben? Oder Sie sind ein Spion der Legion, der hier eindringen will. Okay, dann. Nein. Kann ich Ihnen leider nicht sagen. In letzter Zeit haben wir so viele neue hier. Aber Sie können sich drin gerne umsehen. Dankeschön. Versuchen Sie keinen Ärger zu machen. Weil sonst was passiert. Was willst du mir? Sollte das Kraftwerk nicht von... Sie haben recht. Aber da es nicht viel Strom erzeugt, haben unsere Gegner kein großes Interesse daran. Nicht so viel wie am Hoover-Staudamm. Wir hatten hier eine Streitmacht, bis die Stählerne Bruderschaft vertrieben war. Dann wurden die Truppen wie alle anderen auch zum Damm geschickt. Caesar schickt immer mal wieder kleine Einheiten vorbei, um Schwächen zu suchen. Wenn er das Kraftwerk wirklich wollte, wären wir längst tot. Alright, ich hoffe, das hat niemand gehört wieder mit dem Zigarettenanzünden. Habe ich nicht, ich habe hier Kerzen stehen beim PC. Ich habe keine Lampe, ich benutze Kerzen. Warum sind Sie hier und nicht an der Front? Das frage ich mich ständig. Okay. Aber Strom ist hier sehr wertvoll, damit hat man die Gegend besser unter Kontrolle als mit Soldaten. Verdammt, wenn wir den Damm an die Legion verlieren, könnte dieses kleine Kraftwerk unsere letzte Bastion sein. Okay. Wenn ich das nur wüsste. Sie haben aber gekämpft wie die Löwen. Wir waren in der Überzahl, sicher mit 20 zu 1. Sie hielten durch, solange sie konnten und verloren den Großteil ihrer Leute, bevor sie flohen. Und wir bekamen ein kleines Abschiedsgeschenk. Sie haben das Kraftwerk teilweise genutzt, aber alles abgeschaltet und ein altes Sicherheitssystem aktiviert, sodass es für uns nutzlos ist. Wichser! Das bedeutet, ich muss das... Okay. Bis später. Bis dann, tschüss. Yeah. So, Danny, so lasst uns hineingehen. Jetzt. Kein Zutritt für Zivilisten. Wenn Ihnen das nicht passt, sprechen Sie mit Lieutenant Haggerty. Okay, wo ist Haggerty? Ich bin ziemlich sicher, dass das HQ uns vergessen hat. Ah, jetzt auf einmal weinst du, Unsere Gitterzaungrenze ist nutzlos. Suchen Sie was? Haggerty? Wer bist du? Unwichtig. Du hast doch nichts dagegen, oder? Na.
Impulsgranate. Benutze ich nie. Her damit. Okay. 218. Das kann doch nicht sein. Ich habe doch letztens alles verkauft. Gott sei Fixen. Her mit den Patronen. Wir sollten an der Front sein und nicht hier am... Ich hab dich nicht angesprochen, Baby. Arsch der Welt. Das ist ein Schrotthaufen hier. Erzähl's jemandem, den es ins Kambun. Wir hauen ja ab. Tante kann uns gerne haben. Hegarty? Oh, zur Hölle. Ist Hegarty? What? Medizinisches Klemmbrett. Psst, leise, Boom. Schlafen brauchen wir nicht. Bier! Boom, deine Party danach. Wie war das jetzt? Einmal rundherum oder was? Wo komme ich her und wo gehe ich hin? Hegarty? Alles leer. Werkzeugkasten. Ich bin voll. Boon! Weißt du, was zu tun ist? Boon, könntest du mir entgegen... Soll mir recht sein. Okay. Was könntest du mir alles abnehmen? Alles. Ich benutze so wenig. Hey Boon, willst du eine Maschinenpistole? Okay, ich teile ein Bier mit dir. Einfach so. Blei? Willst du Blei, Boon? Wozu? Oh, nein. So gute Freunde sind wir nicht. Okay, nimm mir ein paar Waffen ab. Boon. Nimm diese Impulsgranaten, die ich nicht verwende. Oder? Okay, Bonus schon gegen Roboter. Gut. Behalte ich mir doch. Kernspalt, hier, nimm das. 48. Dankeschön. Boom. Alles klar? Geht's noch? Geht, Boom. Gehe ich jetzt im Kreis, Boon? Unnötig. Wir sollten an der Front sein, und nicht hier am Arsch der Welt. Kartoffelchips, Leon am Stiel. Das nehme ich, danke. Das ist doch ein Schrotthaufen hier. Geh mir aus dem Weg, ich möchte hier... Was hast du zu verbergen, gute Frau? Aha! Alright. Schmutziges Wasser, yep. Okay, tschüss, Jungs und Mädels. Oh Gott, ich bin eingesperrt. So. Da bin ich wieder. Kann ich den haben? Alright, irgendwas. Okay. Ja, Boon, du wunderst dich vielleicht, warum wir jetzt hier nochmal gehen, aber... Das hat alles seinen Grund. Sag nicht, ich wäre ein schlechter Führer. Wir gehen jetzt auf die Seite, Boon. Hegarty!
Brille. Alright. Money, money, money. Sprache plus 5. Schmutzige... Okay, ne, das... Ich hab doch sowas, oder? Business-Kleidung. Ah, Gott sei Dank, du bist Mr. Fantastic. Hey, Mann! Ah, er hat mich entdeckt. Hey! Wer zum Teufel bist du? Haben sie dich geschickt, um mich zu ersetzen? Ich soll ersetzt werden, stimmt's? Nee, klar, ganz sicher nicht. Warum auch? Dieser Typ hier ist der Beste. Dauert nicht mehr lange. Fantastic kriegt alles auf die Reihe. Was zur Hölle machst du hier überhaupt? Na was wohl? Ich bin der Boss. Die ganze Operation hängt von mir ab. Kein Fantastic, kein Strom. Die RNK ist auf mich angewiesen. Geiles Gefühl. Okay. Und was genau machst du hier? Scheiße, Mann. Alles. Knöpfe drücken, Räder drehen, Zahlen lesen. Manchmal denke ich mir kleine Geschichten mit den Zahlen aus. Einmal habe ich mir vorgestellt, die Zahlen seien ein Code, der in eine Vault mit lauter nackten Weibern führt. Alter, wie cool wäre das denn? Alles cool. Besorgt? Wirke ich auf dich etwa besorgt? Ich habe alles unter Kontrolle, Mann. Niemand außer mir kann tun, was ich hier leiste. Super. Das war einfach, Mann. Sie gingen von Tür zu Tür und fragten, ob jemand einen Wissenschaftler kennt. Ich erklärte ihnen, dass ihre Suche ein Ende hat. Sie fragten mich, ob ich mich mit Kraftwerken auskenne. Ich sagte, dass hier keiner besser darüber Bescheid weiß. Sie fragten, wie viel ich mit theoretischer Physik am Hut habe. Ich meinte, ich hätte theoretisch schon mein Diplom. Sie sagten, willkommen an Bord. Okay, du hast also keine Ahnung. Nein, Mann. Ich weiß genau, was ich mache. Ich weiß nur nicht, welche Konsequenzen das haben wird. Da drüben wird der Strom für dieses Gebäude geregelt. Die Station ist mit dem Computernetzwerk verbunden. Dieser große Knopf da macht eigenartige Geräusche. Aus dem Schlitz dort schlagen Funken, wenn du Sachen reinsteckst. Und ich lerne jeden Tag mehr. Tja, sieh mal, wir haben Strom, weil Fantastic die Dinge hier regelt. Aber die Spiegel draußen sind nicht richtig eingestellt und arbeiten nur mit 1% Effizienz. Und es gibt sicher Idioten, denen das zu wenig ist. Das Problem ist, dass die meisten Dinge vom Turm aus gesteuert werden und nicht von hier aus. Und dort gibt's ein Vorkriegssicherheitssystem, das die RNK-Deppen bei der Übernahme ausgelöst haben. Zwei Tote. Jetzt traut sich keiner mehr hin. Sie hätten gerne, dass ich Omelette mache, aber ich kriege die Eier nicht aufgeschlagen, die sie mir dafür geben. Wenn du verstehst, was ich meine. Okay, und wie funktioniert das mit den Spiegeln? Da draußen gibt es 2 Terminals. Mit denen werden die Spiegel kontrolliert. Ich wollte damit rumspielen, aber weit bin ich nicht gekommen. Die müssten mit dem Zentralrechner im Turm verbunden werden. Der Rest lässt sich von hier aus regeln. Schätze ich mal. Aber hört sich cool an, oder? Hey, du willst doch nicht wirklich dort drauf, oder? Eigentlich nicht. Okay. Okay. Wenn du beim Hauptrechner bist, tu dir selbst einen Gefallen und achte darauf, dass du den Strom dorthin leitest, wo er hin soll. Der Strom muss zum Strip und zu McCarran. Vom westlichen Reflektorsteuerungsterminal aus mit dem Helios One Zentralrechner verbinden. Vom östlichen Reflektorsteuerungsterminal mit... Weil ich bezahlt werde, deshalb. Pro Kilowattstunde, was immer das auch sein mag. Die RNK will den Strom dort haben, also will ich das auch. Aber wenn du das erledigst, lege ich ein gutes Wort für dich ein. Fantastics kleiner Helfer. Auf meinen Ruf kannst du bauen. Oh Gott. Hier, das wird dir helfen. Ein Passwort für eines der Terminals draußen. War auf eine Toilettenwand gekritzelt. Okay. Daten. Versandupdate war das. Zeig eins. Der Anzug ist genial. Kann es überall sammeln gehen, auch wenn es verrat. Okay, der Anzug. Alright. Und. Ah ja, das merke ich mir. Was war das für eine Handbewegung? Okay. Hast du was zum Futtern? Du hast Bier. Und Wodka und. Oh ho ho ho. Du hast.
hast. All nur zum Saufen nehme ich alles, danke. Das kann ich gebrauchen. Bohnen, die Party kann so... Hey, Mann! Shut up. Party kann eigentlich... Es ist ungewöhnlich, hier ein neues Gesicht zu sehen. Sind Sie Soldat oder Wissenschaftler? Ich bin Soldat. Nun, das erklärt es. RNK, für wen kämpfen Sie? Frag nicht so viel. Zu wem? Ha! Eingefleischter Junggeselle. Das stimmt. Tut mir leid. Dieser Idiot nebenan nervt mich ganz einfach. Ich war mal lustiger. Aber ich bin noch mit Leidenschaft bei der Arbeit. Sonst wäre ich nicht hier. Ich gehöre zu den Anhängern der Apokalypse. Was ist mit Ihnen? Das war schon immer mein Liebstes. 2012. Ist alles vorbei, YouTube. Bis dorthin. Schiebe ich noch ein Part hoch und den könnt ihr euch ansehen, wenn ihr wollt. Bis zum nächsten Teil. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.